Sie hatten recht. Der Waffenhändler ist hinter Victoria her. Ich muss ihn aufhalten, bevor er ihr zu nahe kommt. Mann, das ist er schon längst. Wenn Sie meinen Rat wollen, schnappen Sie sich die Kleine und hauen sie ab. Nein. Weglaufen war noch nie mein Ding. Meine Quellen sagen, dass das Mädchen in Chicago ist. Ich fahre mit den Jungs hin. Ich möchte, dass Sie die Operation leiten. Wie sieht's aus? Wait. Bin ich taub? Ich soll mir irgend so eine Kleine schnappen. Ihr Name ist Victoria. Dom wird Ihnen noch sagen, wo sie zu finden ist. Sie versteckt sich irgendwo. Alles klar? Irre viel Aufwand für so eine Kleine ist bestimmt was Besonderes. Ich brauch dazu meine Jungs. Das heißt doppeltes Honorar. Lenny soll mitgehen. Er bringt sie mir, wenn sie sie haben. Was? Dieser Schlappschwanz? Dreifaches Honorar. Nein, er ist unmöglich. 25. 39. 26. 37. 30. 35. Deal. Lenny, gib dem Mann mal Feuer. Komm schon, Schlappschwanz. Schlappschwanz Lenny. Halt's Maul, Wade! Das ist ein irrer Typ, dieser Wade. Der Mistkerl macht mir Gänsehaut. Deshalb mag ich ihn ja. Blake Dexter ist ein skrupelloses Arschloch. Aber um wen Sie sich Sorgen machen sollten, ist sein Partner Dom Osmond. Ihm gehört der Fixenclub an der Bristol Street. Der Kerl bedeutet Ärger, selbst für meine Verhältnisse. Er hat gute Kontakte. Ist nur eine Frage der Zeit, bis er ihr Mädchen im Waisenhaus findet. Woher wissen Sie das? Ich weiß, was Chicago weiß. Das gilt aber auch für Dom. Schicken Sie mir ein Foto von ihm. Und mir bitte natürlich auch. Denn wir sind hier in Part 1 Hunter und Hunted, Jäger und Gejagte. Also, da jeder Cop in Chicago heiß auf ihren Arsch ist, dürfte der sicherste Weg zum Wichsen-Club durch die Tunnel am Roxy führen. Viel Glück, mein Freund. Und wir stecken wieder in den Fußstapfen von Agent 47. Und wie habe ich das zu verstehen, dass jeder Cop heiß auf meinen Arsch ist? Naja, wir müssen zum Wichsenclub gehen. Da habe ich mir gedacht, Wichsenclub? Da muss doch mein Co-Moderator Christian dabei sein. Oh ja, ja, das ist doch wieder ganz meine Welt. So, wir müssen jetzt ganz bedacht hier vorgehen. Aber es regnet da auch wie bei Sleeping Dogs. Uiuiui. Wir müssen vorsichtig sein. Muss man aufpassen. Die Mädchen, die holt der Teufel. Schleppt sie nach Hawaii. Ein übler Ort. Einmal kurze Story für unseren Co-Moderator. Ich bin Agent 47, muss hier ein Mädchen retten. Das reicht an Beschreibung. Und was wichtig ist, ich muss vorsichtig und bedacht vorgehen, schleichen am besten. Und ab zum Wichsenclub, das ist das Wichtigste. Das ist natürlich ein sekundäres Objektiv meinerseits. Okay, wir müssen gucken. Und der Vogel, da erinnert er mich so ein bisschen an J.R., ne? Mit seinem Cowboy-Hut. Eben, ne? Und der andere so ein bisschen David Carradine verschnitten, ne? Beide leider schon tot. Ja. So, hier ein Metallrohr nehmen wir lieber als eine Flasche mit. Ich muss jetzt erstmal wieder gucken, wie denn hier alles geht. Das hier so. Ich habe jetzt gerade Sleeping Dogs so viel gespielt, da bin ich jetzt in der Steuerung wieder drin. Aber wir schaffen das. So. Immer mit einem Auge auf die Karte unten gerichtet. So. Das ist gefährlich. Verdammt gefährlich. Und da vorne sehe ich auf meinem Radar noch eine Person. Schleichen wir mal hier rein. Ich hab hier was gefunden. Was? Keine Ahnung. Irgendwas wie ein Altar oder so. Sieht aus wie... Hey, Moment mal. Hey, wie läuft eigentlich das dieser Hawaii-Fall? Das ist nicht unser Problem. Hm?
Mich muss nur interessieren, dass wir den Verdächtigen finden müssen. Sonst reißt uns Faulkner den Arsch auf. Okay, verstanden. Es ist nur... Hey, schick einfach jemanden hier runter, okay? Oh. Los! Naja, das war nicht so ganz die feine englische Art. Naja. So, jetzt komme ich der Clou. Lass ich ihn nochmal fallen. Nehm jetzt seine Kleidung. Oha. Bin somit erstmal ein bisschen sicherer als zuvor. Und ab in die Tonne. Das kennen wir doch irgendwo her. So, Biomüll, weg mit ihm. Hier scheint auch irgendwie... Ja, eine schwarze Messe abgehalten worden sein wieder. Wie in dem Hotel auch schon, im Terminus Hotel, wie zuvor. Ein bisschen finster. Jetzt kann ich schon ein bisschen offener hier rumlaufen. Da sie mich nicht direkt als Agent 47 identifizieren, die Jungs von der Polente. Muss ich nur gucken, wo ich am besten zum Wichsenclub komme von hier. Natürlich haben wir jetzt durch den Mord an einem unschuldigen Polizisten ein paar Minuspunkte gemacht. Aber, das hat sich schon gelohnt, da wir jetzt in seine Kleidung gestiegen sind und somit ein bisschen besser hier durchmarschieren können. Oh, wie bei Sleeping Dogs, ne? So ein bisschen, ne? Regen und hier die ganze Polente. Haben die ein bisschen abgeguckt, würde ich sagen, ne? Naja, das ist... So ein bisschen, ja, die klauen sich gegenseitig. Genau wie in der Musikbranche, auch hier, ne? Wird immer so ein bisschen kopiert, ne? Na komm, das ist ja wohl nichts, was man viel klauen kann hier, oder? Nein, Polizei nein, und Regen ist nicht sehr abstrakt. Das ist aber fast dasselbe. Bloß er ist ein Asiate und das ist ja so ein Glatzenmann, ne? Wir klettern auf jeden Fall hier jetzt mal in die... Hitman Hart. Brad the Hitman Hart. Als Detektiv mit Glatze, Leute. Boah. Dom Osmond müssen wir finden. Dom Osmond. So. Das ja, der Wichsenclub. Das gefällt mir. Das ist ein Name, ne? Nehmt das nicht wörtlich? Nein. Ich doch nicht. So, müssen wir hier lang? Ich guck mal hier. Genau wie die Girly Band Vixen. Kennst du die? Nee. Aus den 90ern? Boah. An mir vorbeigegangen. Ich muss hier jetzt durch den Schacht. Stirb langsam. Ah, die klauen doch, wo sie können, die Säcke, ne? Ein Schacht finde ich jetzt auch nicht so abstrakt. Yo. Und wieder im Regen. Da. Oh, was da? Geister. Nee, ich glaube, wir müssen hier... Das ist mein Instinkt. Ich sehe dadurch die Leute, die hier überstehen. Ach so, du hast so Kräfte, so Instinkte. Da vorne ist schon... Ja, John McClane lässt grüßen. Ne? Mein Ziel scheint voraus zu sein. Ja, guck mal, da leuchtet das so. So, das sieht schon so puffmäßig aus. Ich würde sagen, ich bin im Club. Ja, das ist er. So. Denken Sie dran, gehen Sie zur Bar, wenn Sie im Wichsenclub sind. Dom ist gerne da, wo die Action ist. Ja, das ist natürlich hier The Wixen Girls. Wer sind die? Ach nee, die scheinen irgendwie auf Tournee zu sein. Showdate. Ah. The Wixen Club. Late Night Club. Das ist das Gleiche. Das ist jetzt Candy. She will take care of you im Wichsenclub. Naja, Candy. Vielleicht werden wir Bekanntschaft mit Candy machen, aber jetzt erstmal in den Club. Wow! Jetzt muss ich doch offen. Wo ist er nur? Das ist er doch. Dom Osmond? Was muss ich machen? Der Clubchef. Was habe ich ihn gefunden? Gut, ich gucke mal in meine Missionskartei. Dom Osmond eliminieren. Zeit, alles wieder in den Griff zu kriegen. Birdie sagt, dass der Stripclub-Besitzer Dom Osmond Blake Dexters Informant ist. Er hat den Waffenhändler auf Victorias Spur gebracht. Ich werde ihn aus dem Spiel nehmen, bevor er noch mehr Schaden anrichtet. Das ist eine eindeutige Mission. Dom Osmond muss aus dem Spiel genommen werden. Huch, ich darf jetzt nicht schleichen, das wäre ein bisschen sehr aufwendig. Nur wie machen wir's? Das ist nämlich der Clou an dem Spiel. Wir müssen ihn jetzt lautlos am besten ausschalten. Und dafür gibt es verschiedene Methoden, die wir jetzt natürlich erstmal ergründen müssen. Ich gehe jetzt erstmal hier in den Backstage-Bereich.
ich hier überhaupt rein? Ich bin eigentlich ein Kerl. Sehen Sie das Haar? Ach, da ist er doch schon. Das habe ich beim Wachsen übersehen. Das ist ein bisschen auffällig. Er guckt. Ich gehe erstmal hier wieder raus. Hier geht's aber zur Sache. Gucken wir mal hier hinten. Jo. Gute Atmosphäre. Wo komme ich hier hin? Ach, hier ist so ein kleiner Casino-Bereich. Jo. Und hier eine Toilette. Wie geht's Ihnen, Officer? Auch ganz gut. Ich will mir nur mal die Hände waschen. Ja. Gut, ich wasche mir mal die Hände. Mit einem Draht. Yo. Chill dich mal ruhig. Dein Genick kannst du dir ersparen. So. Ich würde sagen, ich verkleide mich mal als so ein Clubtyp, ne? Jo, Alter. Das ist nicht so auffällig wie Polizeikleidung. Jetzt bist du ein Rocker. Boah, Alter. Ein ganz harter. Harter Junge hier. So, rein mit dir. Schön in Muttergriff. So. Akkurat hier hingepflanzt. Ah, eine Schlüsselkarte habe ich gekriegt. Spinnt schön. Verstaut. Kann ich seine Kanone nicht auswählen? Nee, die Kanone ist wahrscheinlich nicht verfügbar. Oh, sieht aber auch ranzig aus, hier die kompletten Toiletten also, zugeschifft. Erinnert mich so ein bisschen an Hamburger Hauptbahnhof, so die Kloster. Oh, da sieht's auch nicht so schön. Wir haben eine Schlüsselkarte gekriegt. Was machen wir mit der Schlüsselkarte? Hier können wir Metall und Flasche tauschen. Guck dir noch ein bisschen die Girls an, du, hä? Ich hab einen Auftrag zu erledigen. Hier, da ist der Auftrag. Guck. Ich bin Serienmörder, hier Auftragskiller. Beziehungsweise, da ist das. Ich weiß natürlich nicht. Ich geh jetzt einfach rein. Okay. Hier kann ich die. Guck mal, kann ich mit der tanzen? Ruhig stellen will ich sie natürlich nicht. Hier kann ich aufschließen. Sei ein Mann. Okay, aber. Ich hab nichts getan, Mann. Was ist bist du neu hier, hä? Verkleidung verdächtig. Ich bin hier nicht richtig, glaube ich. Hey, wo willst du hin, Mann? Ich will erstmal raus. Er wird's verstehen. Das ist ein bisschen zu offensichtlich. Wenn ich da nämlich zu lange drin bin, dann fall ich noch auf. Oh, er folgt mir. Verdammte Kacke. Auf der Jagd? Was? Verkleidung aufgeflogen? Oh. Jetzt. Nee, jetzt doch schon nicht. Hier weg. Das ist ein neuer Bereich. Hier kann ich jetzt aufschließen mit meiner Karte. Jetzt bin ich aufgeflogen schon. Das ging aber jetzt flugs. Ist der denn im Modell und. Ah, jetzt habe ich eine gescheit gedämpfte Pistole. Hier ist noch eine Schlüsselkarte. Nehmen wir die auch noch mit. Haben wir zwei. Und ein Beweis. Den heim sie auch noch ein. Jetzt kann ich hier den Schrank betreten oder nach draußen. Es bringt mir nichts, nach draußen zu schreiten. Ja, ist natürlich schlecht, dass jetzt die Verkleidung aufgefallen ist. Entdecken die mich jetzt direkt? Ich muss den Typen hier ausschalten. Zumindest einer von den Leuten sucht mich jetzt. Und zwar da hinten. Durch die Menschen! Was bahn ich mich hier? Hallo! Na, hallo! Wow! Hier ist noch eine Tür, die ich aufschließen kann. Ich rück dir nicht auf die Pelle, ich geh mal ganz schnell hier rein. Was ist denn das hier? Ist hier noch eine Kiste? Hä? Kamera? Räumchen? Das ist ein kleines Porno-Kino hier, oder was? Wer weiß. Wird hier, oder ein Porno-Studio, beziehungsweise wird hier. Ach, da kommt. Guck mal, da kommt die erste Schnecke rein. Jo. Ah. Da gestattet sie so die ein oder andere Privataudienz. Wir beide eine Flasche Tequila. Ach, sieht die mich hier nicht? Da steht sie mit dem Rücken zu dir. Eindringen. Oh, schnell rein. Ach, du meine Güte. Ich hab grad Angst. Die sieht mich nicht. Yo. Die tanzt. Ah. Ist das mein Ziel? Das ist mein Ziel. Schön. Sehr gut. Sie
Die danzt sich hier einen ab. Aber wirklich lassiv, das ist ja schon erotik hier. Das darf man doch gar nicht so frisch schon zeigen. Na. Ich dreh mich mal um. Ich muss den umnieten, den Burschen. Ja, würde ich gerne, aber da steht noch einer vorne. Ja, da war es die tausend Sinne, ne? Ja, da vorne ist noch jemand, der bewacht das. Das wäre zu offensichtlich. Ich habe ja zwar eine schallgedämpfte Pistole, aber der Typ da vorne macht mir Sorgen. Ach, das ist ja der Chef, ne? Okay, und der Typ ist verschwunden soeben. Dom. Oh, Dom hier. Oh, was? Dom Osmond, ich glaube, das war's wirklich. Genau. Schlüsselkarte brauche ich nicht. Ich schlepp ihn einfach mal. Nein. Ach, oben genannt. Hier, so. Zack, erstmal in die schöne Box. Ist extra für Dom hier hergestellt worden. Was ist der? Für die Größe, genau. Passt, ne? Perfekt. Zack. So, Knarre weg. Klappe zu, aber tot. Was ist denn mein nächstes Bestreben? Ich guck nochmal in meinen Einsatzcomputer. Nach oben gelangt. Zeit, alles wieder in den Griff zu kriegen. Birdie sagt, dass der Stripclub-Besitzer Dom Osmond Blake Dexters Informant ist. Er hat den Waffenhändler auf Victorias Spur gebracht. Ich werde ihn aus dem Spiel nehmen, bevor er noch mehr Schaden anrichtet. Super, wir müssen... Persönliche Anmerkung. Birdie hat mir diese Information nicht gegeben, weil er ein gutes Herz hat. Er würde durch Osmonds Tod viel gewinnen. Dieses Bündnis ist sehr zerbrechlich. Ich muss vorsichtig sein. Ja, danke. Dafür. Auf jeden Fall müssen wir hoch. Das wollte ich gesagt haben, bevor mich Agent 47 unterbrochen hat. Okay, wie kommt man hoch? Hier kommt man hier direkt hoch. Ich fall direkt auf, wenn ich so weitermache. Ablenkmanöver. Pistole natürlich nicht. Stahlrohr? Ich werf das einfach mal dahin, oder? Zack! Jetzt guckt der durch. Komm her! Los! Aufhören! Wer hat das geworfen? Wer wohl? Personalbereich. Wir haben doch der hat das geworfen. So. Über die verschwundenen Mädchen. Ich dachte, ich muss nach oben, ich gehe nach oben. Naja, um uns klar Wichsen! Der Wichsen. Girls, Girls, Girls! Bin ich hier jetzt richtig? Ja, hier. Schloss knacken. Die wir jetzt wie am Schnürchen. Okay, Obergeschoss des Wichsenclubs. Müssen wir jetzt aufpassen. Ach, hier sind schon die nächsten Gesellen. Was soll das denn sein? Hi, Baby. Ich war gerade bei Dom. Guck mal, das ist sogar schick hier. Guck mal, kann man sich so ein Showkleid aussuchen? Sehr liebevoll gestaltet alles, muss man dazu sagen. Du musst seine Freunde nur unterhalten. Oh, ein Nonnenoutfit. Na, das ist ja schmuddelig. So, wo ist denn jetzt das Ziel? Ist es hier in der Etage? Ach, oben. Da muss ich wohl doch noch die nächste in den dritten Stock. So, zack. Schöne 20er-Jahre-Musik. Aber vom Feinsten. Gut, dass ich so nicht auffalle. Was ist denn da noch? Ist da noch was im Regal? Nee. Irgendwelche Mario-Tuben brauchen wir nicht. Ein quietsche Entchen. Oh oh. Mein Pet rumbelt. Ach, war das da gerade? Da war die Tür. Quietsche Entchen, wa? Hier war die Tür, da muss ich rein. Ein Mini-Entchen. Zack, Punkte einsehen will ich nicht. Ich will jetzt. RB, eingehende Nachricht könnte nützlich sein. Dann gucken wir mal, was da der Gegenpart zu sagen hat. Ja, hier ist Wade. Ich habe ein paar Jungs zu diesem Birdie geschickt. Wenn er für Hitman arbeitet, müssen wir ihm schleunigst die Flügel stutzen. Ruf zurück, wenn du weißt, wo das Mädchen ist. Dexter wird halt ein Vermögen und ich will meinen Anteil. Bis bald, alter Junge. Sie hatten recht. Dom hat Victoria gesucht, aber ich war rechtzeitig bei ihm. Gut für Sie, Kumpel. Respekt. Er war auch hinter Ihnen her. Jemand kommt zu Ihnen. Ein Typ namens Wade. Der Kerl ist verrückter als eine Kanalratte. Sie müssen sofort herkommen, verstanden? Die Scheiße geht komplett nach hinten los. Das wird übel, Mann. Ich rufe Sie wieder an.